Oh shit, Mann. So, Lava. Scheiße, ich hab den ganzen Tanker. Oh. Ich muss hier noch. Atlantik mach ich irgendwo. So, wir befinden uns hier in Bellinzona, Flughafen. Heute sind wir mit einem Super Hornet unterwegs, Kampfjet. Machen wir einen Low Altitude Flight zwischen den Alpen bis Dübendorf Flughafen. Zuerst mal Batterie, dann die Luke zumachen, APU. Einstellen. Tagan, der Navi-System, machen wir Waypoint. So fliegen wir. So, dass ich gesehen, da sehen wir Distanz. Navlight. Engine 2. Ist am Starten. Jetzt Engine 1. Sobald es läuft, schaltet die APU automatisch aus. So, jetzt ist off. Genau, Wings müssen wir noch. Das ist der. So, dann rollen wir mal. Wahrscheinlich Unicom. Bescheid geben, dass ich da abhebe. Bellinzona Traffic Fighter 108. Taxi to the runway 22. Departure to Dübendorf. Taxi light. Break. Release. Also, legen wir mal los, würde ich sagen, oder? Mashallah. 10, 20. So, wir machen jetzt einen Low Altitude Flight von DC, Kandaburi, und dann fliegen wir über den Kirwalstättersee, dann über den Zürichsee Richtung Ferrodorf und landen dann in Dübendorf Flughafen. Die Strecke ist ca. 200 km. Mit dem Kampfjet bräuchten wir ca. 20 Minuten, würde ich jetzt sagen. Also, let's fets. Parking brake ist set. Das ist gerne mal schauen. Das ist schon. Regulator. Mit 20, 30 rotate. Gear up. Flaps of auto. Da haben wir noch. Da aktivieren, damit man steuern kann. So, wir sind jetzt bei 250 Knoten. Wir wollen ja tief fliegen. Schauen wir sind ca. 1000 Fuß. Okay. Gut. Also, jetzt einfach mal den Speedburner aktivieren. Und let's go. Sechzig Knoten. Oh,
Kraft, die da für mich wirkt. Maximum, also Minimum 500 Fuß muss schon oben sein. Speedburner Pause machen, so Streetwerk schaden. Aber Speedburner aktivieren. Okay, jetzt kommen wir bald zum Vierwaldstätter See. So, das ist jetzt der Vierwaldstätter See, das war ein Adorf.
bin jetzt bis 700 Knoten, das ist etwa 1300 km/h. Heftig. Vorne ist Brunnen. Down. Easy, das war's mit Dübendorf, mit Dübeland, ne? Schon da, danke. Kein Problem. Braucht schon einen Ruhe für Sprit.
Fuel low. Awesome. Fuel low. Fuel low. Was gaan we dan terug? Ja, also, dan gaan we weiter. Da rein, dann haben wir halt zu viel, ich glaube zu viel Afterburn benutzt. Nach einem viel Spritverbrauch. Dann starten wir gerade durch, würde ich sagen. Flaps habe ich vergessen. Halb. Up. Up the bird. Aber mit dem Schub. Das ist 3 Bergschaden. Da ist wirklich eine Schweiz da unten. Da fliegen wir gerade über Rapiona. Da kann man sich auf den Kopf schauen. Das ist Rapiona. Da, Bahnhof. Oh, fast Blackout. So, das langt mit. Um. Speeden. Gehen wir mal zur langsam bereit zum Landen. In unserem Zielort eigentlich. Gehen wir mal Richtung Feraldorf. Dort fliegen wir zum Flughafen Düby.
gerade so den Einblick hat. Das ist der. Das ist Pfaffichensee, ja. Das ist Pfaffichensee. So. Nebelig da. Also da unten ist glaube ich der Flugplatz Feraldorf gewesen. Shit, ich sehe ja da nichts. Flaps runter. Ah da. Gear down. Schau mich ab so. Shit, das ist ein krimineller Landung. Nein, es geht nicht. Go around. Touren starten. Probieren wir es von dort, das andere Seite nochmal. Gear up wieder. So, da kommen wir von dort hinein. Ich denke, zwischen dem Glattzentrum und der Fähre. Glatt. Das ist glaube ich so lang. Ne? Down. Speed brake. Speed brake. Nicht schnell, aber kein Problem. Geschafft da. Komm mal rechts. So, das war's gsi. Bin in Zone Dübi, 200 km, ja, also ohne Zwischenstopp hätten wir schon die 20 Minuten geschafft. Ich meine, mit dem Zwischenstopp sind es schon vor 20 Minuten. Wenn ich da auf die Uhr schaue, ja, eh, dann wäre fix unter 20 Minuten, also sogar vielleicht Viertelstunde gewesen. Bei den Zonen auf Dübi in Viertelstunde mit Durchschnittsgeschwindigkeit, ich schätze jetzt 800-900 km/h. Heftig. Maximalgeschwindigkeit ist Mach 1 gewesen. Über Mach 1, 1000, über 1300. Aber ich weiß halt nicht, wie viel die Triebwerke da aushalten, wie lang. Das muss ich noch anschauen. Ich bin auch schon geflogen. Triebwerk, also zu viel Afterburn benutzt oder zu lang. Ich war ein Triebwerk am Arsch gewesen. Shit. Aber heftige Fighter ist das, muss ich sagen.